Sehr verehrte Festversammlung, ich erlaube mir, das Wort zu ergreifen, auch wenn es mich bekanntermaßen nie in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Mein Name ist Wilhelm Merton und ich habe mir gedacht, wenn ich schon einmal wieder hier bin, da gehört es sich, Ihnen meinen Gruß zu entrichten und Ihnen Dankbarkeit zu zollen, dass Sie den von mir immer energisch geförderten Gedanken der sozialen Fürsorge so erfolgreich fortführen. Ich hatte es ja mit einem Oberbürgermeister zu tun, dem verehrten Franz Adikes, der explizit erklärte, eine Gleichheit der Klassen könne nicht dekretiert werden, sie sei gefährlich, weil ihr Hervortreten den guten Willen der Besitzenden zu sozialen Reformen lähme. Demgegenüber war ich zu der Überzeugung gelangt, dass ein politischer Ausgleich mit der Arbeiterbewegung dringend geboten war. Ich spreche hier von der Brisanz der sozialen Frage und ihrem Drohpotenzial für das liberale Bürgertum des 19. Jahrhunderts. Ausgang des 19. Jahrhunderts. Es kam mir darauf an, einen Ausgleich der scharfen sozialen und wirtschaftlichen Gegensätze zu finden, welche unsere Zeit charakterisieren und immer mehr zunehmen. Dazu gehört, dass innerhalb der besitzenden und machthabenden Klassen ein besseres Verständnis, ja überhaupt ein erhöhtes Interesse für die wirtschaftlichen und sozialen Probleme geweckt werden, die auf dem Proletariat lasten. Es bedurfte, und zwar abseits vom politischen Kampfe, auf Seiten der Unternehmer und Politiker, wie auf Seiten der Arbeiter, viel Aufklärung. Verdammt viel Aufklärung. Ich hatte die Vision, die Arbeiterschaft mit dem Kapital zu versöhnen, die Arbeiterbewegung von der sogenannten proletarischen Demokratie zur bürgerlichen Demokratie zurückzuholen und die Arbeiter in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren. Natürlich mussten ihre sozialen Probleme ganz praktisch gemildert werden. Sie mussten aber auch theoretisch untersucht werden. Voraussetzung dafür war nach meiner Überzeugung ein rationaler und wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen der Sozialreform und Sozialpolitik. Und um den zu ermöglichen, gründete ich neben dem Weltkonzern Metallgesellschaft, den ich aufgebaut hatte, einen zweiten Konzern. Einen Konzern ganz eigener Art, der aus gemeinwohlorientierten Unternehmungen bestand. Diese gemeinnützigen Unternehmungen hatten bald einen so großen Umfang erreicht, dass mich, ich gebe es zu, meine sozialpolitischen Interessen immer mehr auf Kosten der wirtschaftlichen zu beschäftigen begannen. Ich war dazu freilich auch in der Lage. Die Metallgesellschaft hatte in den 20 Jahren seit 1881 eine beispiellose Entwicklung genommen, wenn ich das ganz kurz skizzieren darf. Wir waren eine Handvoll tatkräftiger junger Männer, alle so um die 30 Jahre alt, die mit einem Kapital von 2 Millionen Mark eine Aktiengesellschaft gründeten, die sich dem Handel von Metallen und darüber hinaus der Erzerschließung und der Metallverarbeitung widmete. Wir gehörten alle zu einer kleinen Zahl verwandtschaftlich verbundener Familien aus dem jüdischen bürgerlichen Frankfurter Milieu und bildeten die Basis, auf der ich einen, bei aller Bescheidenheit, gigantischen Weltkonzern aufbaute. Die Zeitumstände waren günstig. Die industrielle Revolution war in vollem Gange. Frankfurt avancierte neben Berlin zu einem Zentrum der elektrotechnischen Industrie. Beleuchtung, Verkehr, Kommunikation, Stichwort internationale Telegrafennetze, erforderten rasch wachsende Mengen an elektrischem Strom und führten zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen um die beste technologische Lösung. Genau hier witterte ich das entscheidende Geschäft.
Es entwickelte sich ein Kampf um den richtigen Strom, der zur Verfügung gestellt werden sollte, und um die Möglichkeit der Fernübertragung von Elektrizität. Auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt fiel die sogenannte Frankfurter Systementscheidung, die bedeutende Auswirkungen auf die weltweite Elektrifizierung hatte. Ich wusste genau, dass diese Entscheidung strategische Auswirkungen auf den Metallhandel haben würde. Kupfer, aber auch Blei und Zinn hießen die Zauberworte. Hinzu kam die wachsende Bedeutung von Elektromotoren für die industrielle Produktion. In dieser Situation hungerte alles nach industriellen Rohstoffen, vor allem nach Metallen. Durch die spezifische Bedeutung der Elektrotechnik und der Chemie gewannen gerade die Nicht-Eisenmetalle an Bedeutung, allen voran das Kupfer. Kupfer wurde für die Leitungen der Kommunikationsnetze wie der Stromversorgung benötigt, für Schaltanlagen, für Motoren und Transformatoren. Mit der rasant steigenden Nachfrage nach Kupfer schlug die Stunde der Metallgesellschaft. Wir hatten die internationalen Verbindungen, wir hatten das Know-how. Wir eroberten den nordamerikanischen Markt. Wir erschlossen die überseeischen Erzvorräte in Nord-, Mittel- und Südamerika, in Afrika und Australien. Wir bauten ein überseeisches Netz von Handelsvertretern und Kapitalbeteiligungen an Gruben, Hütten und Raffinerien auf der ganzen Welt auf. Dazu kamen Beteiligungen an und langfristige Absatzverträge mit den metallverarbeitenden Betrieben in Deutschland. Ich darf, wenn Sie gestatten, aus der zeitgenössischen Fachpresse zitieren: Der Frankfurter Metallhandel umfasst also mit seinen Vertretungen, namentlich denen des Merton-Konzerns, tatsächlich die ganze Welt. Er spielt aber auch im Wirtschaftsleben der Nation eine sehr große Rolle, denn er versorgt einige unserer wichtigsten und wertvollsten Industrien mit ihren Rohstoffen, die zum größten Teil nur aus dem Ausland zu beziehen sind und zu deren Beschaffung ein kapitalkräftiger Großhandel unerlässlich ist. Ich darf sagen, dass ich diesen weltweit agierenden Konzern als Generaldirektor buchstäblich im Griff hatte. Gefürchtet war meine Neigung, alle wichtigen Geschäftsangelegenheiten persönlich zu kontrollieren. Im Übrigen hielt ich nie viel von schriftlichen Abmachungen und juristischen Konstruktionen. Wurde ich darauf angesprochen, war meine Antwort: Wollen wir uns betrügen oder wollen wir zusammenarbeiten? Sie dürfen mich zitieren. Als eine meiner wichtigsten Aufgaben sah ich die Heranziehung eines guten Nachwuchses. Und die Metallgesellschaft war allgemein als mustergültig bekannt in Bezug auf ihre sozialen Leistungen. Das entsprach ganz der persönlichen Einstellung ihrer Leitung. Die hohen Gratifikationen, die allerdings durch sehr erfolgreichen Geschäftsgang ermöglicht wurden, waren weithin bekannt. Regelmäßige Ferien wurden jedem Angestellten bewilligt, zu einer Zeit, wo dies durchaus noch nicht allgemein üblich war. Auch die Sonntagsarbeit wurde stark eingeschränkt und schließlich abgeschafft, noch bevor die gesetzlichen Vorschriften dazu zwangen. Schließlich wurden schon frühzeitig an die Anschaffung einer Pensionskasse gedacht. Und damit komme ich auf den Gedanken der sozialen Fürsorge zurück, die ich für dringend geboten halte, ebenso wie den politischen Ausgleich mit der Arbeiterklasse. Es gilt, die Unterstützung von Armen und Kranken, die Abwehr leiblicher und geistiger Not, die Bekämpfung sozialer und wirtschaftlicher Schäden zu organisieren. Die voranschreitende Industrialisierung hat tief eingreifende Verschiebungen in den Beschäftigungen, Wohnsitzen und Lebensgewohnheiten hervorgebracht, die von vielem Elend begleitet sind. Dieser Befund ist der vermögenden Klasse noch zu wenig bewusst. Wir müssen im Kontext der vielfach diskutierten neuen Phänomene des Kapitalismus und des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der Arbeiterbewegung in Europa über einen grundsätzlich neuen Weg zur Lösung der sozialen Frage nachdenken. Wissen Sie, man hat mir Humanitätsduselei vorgeworfen. Das sind die Leute, die nie den Finger rühren,
es sei denn zur Wahrung ihrer eigensten, engsten Interessen, die jeden für einen Narren halten, der sich für die Verbesserung der Lage der Klassen, die unter dem Druck der Verhältnisse leiden, einsetzt und die sich besonders klug wähnen, wenn sie sagen, das Erdenleben beruhe nun einmal auf Ungleichheit. Aber wo wären wir heute, wenn nicht hiergegen angekämpft würde? Ich scheute mich nicht, persönlich zu den Bedürftigen zu gehen, mir die Wohnungen und Lebensverhältnisse anzuschauen. Ich musste mich immer im Detail informieren, damit ich wusste, wovon ich rede. Es gab in Frankfurt durchaus ein Netzwerk von Vereinen, Stiftungen und Initiativen aus dem sozialreformerisch eingestellten liberalen Bürgertum heraus, das übrigens mit seiner politischen Zielsetzung weit über die sozialreformerische Bereitschaft des Magistrates der Stadt hinausging. Allerdings hegte ich großen Zweifel an der Effizienz dieses Netzwerkes. Die Vielzahl der Initiativen war durchaus kein Ausweis ihrer Qualität. Ich erlaube mir zu sagen, viele waren schlicht überflüssig. Und zwar deshalb, weil sie nicht durchdacht, schlecht organisiert und nicht mit genügend Mitteln ausgestattet waren. Sie trugen gewissermaßen den Keim des Siechtums bereits in sich. Die gravierenden Fehler der traditionellen Wohlfahrtseinrichtungen waren die mangelnde Vertrautheit mit dem Gegenstand ihrer Unternehmungen, ihre Zersplitterung, ihre unvollkommene Geschäftsführung. Dem versuchte ich mit der Gründung meiner zahlreichen gemeinnützigen Organisationen abzuhelfen. Gegenüber der Regellosigkeit und, Sie verzeihen, Stümperhaftigkeit, übertrug ich das soziale Handeln auf geschulte Fachleute. In den vorangegangenen Jahrhunderten schien der gesunde Menschenverstand und das gute Herz allein auszureichen. Ich meinerseits professionalisierte das Geschäft, ich sage bewusst Geschäft, durch staats- und volkswirtschaftlich geschulte Persönlichkeiten mit der festen Absicht, den Dilettantismus auf dem Gebiet der Wohlfahrt zu beseitigen. Nun, ich sehe, dass Sie heute durchaus in meinem Geiste tätig sind. Auf unserem Volk lastet die Entfremdung zwischen Besitzenden und Besitzlosen. Ich freue mich, geehrte Festversammlung, zu genießen, was ich besitze. Aber mehr als das verlange ich von meinem Besitz nicht. Daher habe ich mich entschlossen, mit der Vermehrung des Besitzes Halt zu machen. Alles, was mir über einen, wie ich hoffe, verständigen Lebensgenuss hinaus zuwächst, verwende ich auf gemeinnützige Zwecke. Punkt. Und nun, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch einige Verabredungen, die keinen Aufschub dulden. Ich gratuliere und wünsche das Beste. Arbeiten Sie weiter daran, dass unsere Gewerbetreibenden sozial und unsere Sozialpolitiker ökonomisch denken lernen. Ich danke Ihnen.